Ich find's übel geil. Wir nehmen die Hütte hier einfach in Beschlag. So, wir spielen einfach unser RP in dem Haus, so gut ist, so ist scheißegal. Mit Quatschen müsste so funktionieren. Also habe ich mir überlegt, wenn wir uns abquatschen wollen, dann machen wir es einfach so, dass wir das hier hinten machen. Da müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber dann machen wir das einfach hier auf dieser Veranda mit Clem Sprachradius. Eins, was man mal gucken müsste jetzt. Ob man hier nicht. Müsste halt gucken, dass da keiner einfach so zuhört, ne? Aber vorerst können wir das ja mal hier machen. Gott, Futter, mein Lieber. Grüß Junge, Dankeschön. Futter, willkommen im Feierabend und im Wochenende. Dankeschön für 5 feinste Community Subgifts. Wenn du möchtest, ich habe ein Video im, also ich habe ein Video gemacht, das wird Beetle aber noch hochladen. Da habe ich im Stream ungefähr so 30 Minuten, 45 Minuten erklärt, wie das in Zukunft so ein bisschen laufen wird. Auch ja, mit finanziellen Support und so. Und will ich jetzt nicht nochmal ausführen, weil ich habe wirklich alles sehr ausführlich gemacht. Wie gesagt, das Video wird am Samstag kommen. Die Kurzfassung ist, macht euch einen Account bei Ko-fi, wenn ihr möchtet. Verbindet euren Ko-fi-Account mit eurem Discord. Da könnt ihr genauso abonnieren und subscriben. Und da bekomme ich aber das ganze Geld und nicht wie bei Twitch nur die Hälfte. Ist auf jeden Fall für die Zukunft, wenn es mal heißen sollte, dass die Twitch-Monetarisierung nicht mehr da ist, dann wird es auf jeden Fall über Ko-fi laufen. Aber wie gesagt, ich habe ein Video dazu gemacht. Das wird am Samstag kommen. Wird dann, wie gesagt, mit Veröffentlichung. Wäre cool, wenn alle, die nicht gesehen haben, sich nochmal angucken. Da habe ich echt viel drin erklärt, wie das. Da habe ich auch mal meinem Unmut und habe mal ein bisschen was zu Twitch erzählt. Was hier nicht so läuft. Ah, guck mal, da ist er. Der einzig wahre Itchy-Mitchy. Na, Itchy, halt klar. Jetzt sag ich Itchy, wir sind nicht unsere RP-Charaktere. Du sollst Ruffy sagen? Ruffy? Ruffy von Ruffy wahrscheinlich. Seit langem nicht mehr so gelacht. Ey, Mann, unser RP war doch auf Sektor schon super, super witzig. Und heißt doch nicht, dass es zu Ende ist, ja? Vielleicht läuft es anders weiter in Zukunft. Mal gucken. Aber ich muss sagen, mit den anderen dreien, Alter, das war kompletter Kick. Schrofi. War kompletter Kick heute, muss ich sagen. Holy shit, also die Scheiße mit dem Ballon und so. Und dem Predigen aus dem Himmel, das war schon sehr, sehr witzig. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen mehr einfallen lassen. Für das RP ein paar mehr Texte raussuchen, ein bisschen was mit der Stimme. Ich hab ja hier, ich hab den Kirchensound, ne? Wenn der Pater aus der Kirche spricht, ne? Also ich hab schon ein paar Sachen so in Vorbereitung, kümmere mich noch ein bisschen. Du hast es gerade witzigerweise angesprochen. Ich habe mir überlegt, einen bestimmten Sound zu usen, wenn es mal zukommen, dass wir in Valentine in der Kirche spielen, nochmal an diesem ollen Ding, habe ich schon einen mega geilen Sound. Haben wir gestern beim YouTube-Schrott gucken. Also ich kannte den schon vorher, aber da haben wir nochmal ausgebuddelt. Es gibt zwei, drei ganz coole Sachen, wo man auch verkackt memen kann, weil wir von Orgeln, ne? Wir haben ja gerade von Orgel gesprochen. Das nächste Mal in der Kirche in Valentine wird dieses Lied gespielt. Na
ich sage jetzt nicht vorbei. Einfach Coco Jumbo auf der Orgel. Junge, das wird so Kick-RP, Alter. Das ist so, Junge, ich hab so geiles Kick-RP im Kopf. Wir werden so geilen Scheiß machen. Vor allem mit den drei Jungs, Alter, holy shit. Die sind ja, ihr seid ja alle, das ist übelst geil, die ganze Gruppe funktioniert auch, wenn ich mich nicht in die erste Reihe stelle. Ich werde das natürlich trotzdem machen, weil das auch das RP ist, was ich spielen will, weil ich auch ein bisschen die Idee vorantreiben möchte. Aber alle aus dieser Gruppe können genauso in der ersten Reihe stehen und Scheiße labern. Und das ist einfach nur witzig. Lieb's, Alter. Oder alle machen komplett mit immer hier mit diesem scheiß Hände hoch, Alter. Das Problem ist, das will ich auf jeden Fall etablieren. Die Frage ist das wie auf im GTA? Ist das. Das müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Dass alle anderen immer den hier machen. Dass alle immer den U machen. Halleluja. Halleluja. Das war so witzig. Ich kenne niemanden von den anderen. Ich kenne niemanden von denen. Wirklich. Also, Tom, Blake und Ludwig Die haben da einfach verstanden. Die sind einfach da angekommen. Mega gut, Alter. Mega gut. Mega geil. Krieg Boys are back on Wracks. So, da werden wir ein paar richtig, richtig geile Sachen noch machen. Ein bisschen Kick-RP und so. Ein paar coole, witzige Sachen. Da wird mir schon noch einiges einfallen. Ich hab da komplett Bock drauf. Komplett Bock drauf. Ihr hat echt Spaß gemacht, dass heute auch so viele so witzig mit dir gespielt haben. Das war schon stark. War schon stark. Viel, viel lacht. Und der Shit in dem Ballon, Alter, der war ja wohl wirklich. Das hat ja den Hammer rausgekloppt unten. Ja, den fast aus dem Boden gedroschen. Ja, also wir haben von den anderen, keine Ahnung, da haben einfach ein paar Leute Bock gehabt, dieses RP mitzuspielen, weil sie ihnen vielleicht auch langweilig war oder so, keine Ahnung. Das ist ja das Einzige, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Irgendwelche Leute, die Bock haben, dieses RP mitzuspielen. Und klar muss man bei manchen auch Überzeugungsarbeit leisten und. Aber das ist ja vollkommen fein. Das ist ja vollkommen richtig und macht's natürlich auch. Macht's auch cool. Ich muss mal gucken, nicht zu viel Essen zu kaufen wegen diesen Haltbarkeitsbims. Boah, aber das Essen hier ist ja teilweise auch super wertig, ne? So dass es viel zurückgibt, so von live her. Oh nein, oh nein, oh nein, nicht schon wieder. Also man kann in der Tiefe Wasser kann man wirklich nicht machen, das wird unangenehm. Ich finde es auch gut, dass die Leute nicht nachgefragt haben, hast du mir die Bibel schon gegeben? Ja, das ist immer, wisst ihr, ein paar sind hier unterwegs, die sind ein bisschen schwierig, ein bisschen rollstuhlig. Du musst halt gucken, vielleicht wird es ein paar geben, wo du irgendein Item als Bibel verkaufen musst. Aber klar, dass die meisten das verstehen, dass wir versuchen, das meiste von unserem Geld im RP zu verdienen. Das ist ja das Problem. Das ist das, was ich meine. Wir können unser RP nicht spielen, wenn wir boykottiert werden. Oh Gott, ist die perfekte Stelle zum Predigen hier oben, oder? Oh, Junge, von hier. Digga. Von hier werden wir runter predigen, 100%. Von diesem Stein werden wir runter predigen. Holy fuck, auf jeden Fall. Wenn wir hier oben stehen, hier oben irgendwie, keine Ahnung, hier oben, Arthur hier oben drauf, hier Tom und Ludwig daneben, Blake hier drüben und der Pater ganz vorne und wird einfach schön predigen und alle sehen gleich aus und sind einfach die Jünger der Kirche. Oh yes, baby, oh yes. Deswegen gebe ich ja immer das Goldnugget dazu als Glücksbringer. Also man muss das einfach natürlich ausspielen und wir sind total, wir sind total darauf angewiesen, dass wir,
dass wir anderen RP geben, durch das, was wir machen. Wir müssen denen irgendwie ein bisschen was bieten dafür, dass sie sich unseren Shit auch anhören. Aber unser RP lebt davon, dass wir nicht boykottiert werden. Dass Leute müssen ein bisschen von unserer Bühne annehmen, um auch mit uns zusammen zu interagieren. Weil die anderen, das ist wie ein Cockblock. Ne? Wenn die Leute ankommen und sagen, yo, hallo, wir glauben nicht an Gott, Gott ist scheiße, lasst mich mit eurer Scheiße in Ruhe, ist halt der gleiche Cockblock, wie wenn du im PD als allererste deine Knarre rausholst und sagst, haltet die Fresse, ihr seid festgenommen. Ja? Ist einfach Bullshit. Und ich will mit den Leuten zusammenspielen, ich will ein bisschen, klar will ich ein bisschen provozieren. Natürlich will ich ein bisschen provozieren, den Leuten ein bisschen auf den Sack gehen, aber ich will, dass die Leute mit mir zusammen RP spielen. Ich will denen nicht so weit auf den Sack gehen, dass sie keinen Bock mehr haben, mit uns zu reden. Und du hast ja vorhin gemerkt am Feuer, auf einmal ist so ein Detective Bohannon und oder hier so ein Sheriff Bohannon und so. Auf einmal quatschen die auch mit dir. Aber natürlich provoziert unser RP Leute. Und ich sag dir eins, die Aufgabe ist, umso härter wir abgelehnt. Also, pass auf, unsere Formel wird werden, wenn unser RP angenommen wird, werden wir nett sein, eingängig. Gott sei mit ihm, mein Sohn. Halleluja. Wenn unser RP angenommen wird, werden wir immer ein bisschen nachsichtiger sein mit den Leuten. Und werden die nicht so krass überfahren, werden die vielleicht ein bisschen vollquatschen, ein bisschen talken, dies, das. Aber wir werden die nie so kaputt löffeln. Aber wenn unser RP von vornherein komplett abgelehnt wird und gleich heißt, ja, Gott ist scheiße, leck mir am Arsch damit, dann werden wir richtig in die Reihen fahren. Also unsere Achse verläuft so X-förmig, ja. Umso weniger die Leute uns abfacken, umso weniger fucken wir die ab und umso maximal die uns abfacken, umso maximal fucken wir die ab. Fertig. Also, das wird so ein bisschen so ein Miteinander, ne? Na klar, wie es im RP halt immer ist. Warum heute mein Streamdeck nicht funktioniert, frage ich mich aber. Komplett Belastung. Also, ich habe auf jeden Fall Bock, mir macht es Spaß und wie gesagt, hier fühlt es sich so an, als könnte man aktuell auch ein kleines bisschen mehr machen, als sich wie im GTA so ein bisschen im Kreis zu drehen. Ja, und ich bin denen mir relativ offen gegenüber. Da kann noch viel passieren, viele verrückte Sachen auf jeden Fall, aber ja, weiß nicht, lassen wir natürlich ein bisschen auf uns zukommen und dann sehen wir einfach. Ja, will ich nehmen. Mal kicken, was noch so kommt. Ja, heute ist auf jeden Fall mehr passiert, als ich eigentlich gedacht habe. Und da haben sich mehr Leute eingefunden und Bock darauf gehabt, als ich vermutet hätte. Und jetzt ist das hier unser kleines Häuschen? Was ist das hier eigentlich immer? Abbauen, Käfer suchen. Steht nicht. Das wird sicherlich für irgendwelche Berufe sein.
Aber Strawberry ist abends auf jeden Fall. Also es ist spät nachts, ja nicht mehr abends. Dann irgendwann auf jeden Fall tot, oder? Da müsste man jetzt wahrscheinlich nach Valentine reiten. Da ist ein Baum, kannst du mit der Axt Holz. Ach so, siehst du? Also hier ist jetzt wahrscheinlich tot und man müsste jetzt nach Valentine, wa? Wenn man noch ein bisschen Action will. Nach Valentine nehmen wir heute nicht mehr. Das haben wir, da hab ich, das ist schon Real Rap. Da haben wir uns ja entschieden heute, lassen wir da 5 gerade sein. War ja aber auch cool. Haben ja dann doch noch Leute getroffen, die mit uns zusammen RP gespielt haben. Trotzdem sie auf der anderen Seite spielen. Ja. Jetzt versuche ich nochmal, meine Pulle aufzufüllen. War das nicht irgendwie so? Ja, benutzen einfach, genau. Ehre. Digga, nutzen. Blackwater Saloon vielleicht. Ja, das weiß ich ja IC nicht. Das werde ich auch noch nicht verwenden. Werde noch nicht einfach. Machen wir morgen. In der nächsten Session werden wir dann sicherlich an ein paar weitere Stellen kommen. Und dann ein bisschen mehr geilen Shit machen. Ich auf jeden Fall mal die Brauerei. Alter, hier sind wir die Hardcore-Farmer unterwegs. Hier wird wieder Geld verdient, Digga. Hier wird wieder Geld verdient. Müssen mal kicken. Aschmo. Müssen mal kicken, dass wir irgendwie zu dieser Brauerei irgendwie noch eine Connection aufbauen. Naja, wie gesagt, Luni ist das Problem. Das ist halt nur Saint-Denis-RP, ne? Da ist es halt, du spielst da nur eher in Saint-Denis selber, ne? Und hier, so wie hier mit 300 und mehr Leuten auf der ganzen Karte, ne? Das ist schon ein großer Unterschied. Ja, ich denke auch, einmal die Woche wird da bestimmt auch was gehen. Glaube ich auch. Ich hab ja dann nun auch schon eine Session gespielt und da wirst du natürlich super viel an RP, ne? Also auf Luni ist es so, wenn du in Saint-Denis da unterwegs bist, hast du auch mit 4 Leuten RP. Aber auch da ist es das gleiche. Kirche ist halt schwierig. Wir haben jetzt das große. Soll ich euch wirklich ernsthaft sagen, was unser großes Glück ist jetzt? Oh, Alter, also das ist mein. Ich würde am liebsten auf YouTube wechseln. Oder? Ich müsste sowieso mein Setup neu starten. Das große Glück, warum unser RP jetzt irgendwie auch Gehalt hat und angenommen wird und auch durch die, also was heißt durch die Decke geht, aber überhaupt funktioniert, ist, weil wir jetzt direkt mehr Leute sind. Wenn du als Kirche irgendwo auftrittst und du bist immer direkt 4 Leute oder 5 oder vielleicht in den nächsten paar Tagen 6 oder 7, wir werden uns natürlich an die Ganggröße halten, also wir werden nicht mehr als 10 Leute sein. Das ist aber der Grund, warum ich auch gesagt habe, wir werden definitiv so eine Mischung spielen aus guten Samaritern, die ihr Geld einsammeln und anderen einfach geben und so. Und nachher so, naja, nachher abgedriftet ein bisschen in so eine fanatische Sektenrichtung. Ne? Die alle anderen Kirchen und Kirchenleute sind halt schlecht und nur unsere sind gut und so. Aber das ist mit Late Game, ja. Es geht erstmal darum, sich ein bisschen mit den hiesigen Staatsmächten anzulegen, Leute dafür zu bekehren. Wir werden uns eben an die 10 Leute Ganggröße halten. Die inneren Kreismitglieder, aber wir werden natürlich viele zur Kirche bekehren, hoffentlich, wenn Leute mitmachen. Und dann mal kicken. Mal kicken, was so geht und was möglich ist, ja. Was man unterm Strich so cool das machen kann, weil ich glaube, dass viel möglich ist.
wenn die Leute ein bisschen annehmen. Und dadurch, dass wir jetzt eben schon ein paar mehr sind, ist es halt super, super stark, das auch zu repräsentieren. Jetzt ist halt das Ziel, eben Leute auch aktiv einzubauen und mitzunehmen in dem RP. Also, wie gesagt, irgendwie Handwerker für irgendwelche Sachen zu basteln, Brauleute den heiligen Wein brauen zu lassen, den wir vorher das Wasser segnen und so eine Scheiße oder Bier und die Trauben vorher segnen oder. Also da werden wir natürlich, in so einer Messe musst du natürlich dann auch Wein verteilen und du musst den Leib Christi brechen, du musst für die Kollekte musst du Geld einsammeln, du musst Musik spielen und predigen und. Also viele coole Sachen, die wir da auf jeden Fall machen können. Ich habe da grundlegend echt Bock drauf und es wird nicht ausbleiben, dass unser RP an vielen Stellen natürlich auch von Provokationen lebt und damit auch arbeiten muss.